Und grüßt euch! Heute bin ich hier mit einem kleinen Tutorial, wie ihr ganz einfach zumindest einen Neon-Farbeffekt an euer Auto bekommen könnt. Somit habt ihr einen leichten Neon-Effekt, ohne dass ihr eine Crew-Farbe braucht, die irgendwie so einen richtig grellen Neon-Farbton hat. Allerdings muss man ja wirklich sagen, dass die Crew-Farben Neon-Effekt ermöglichen und dass hier nur so leichte Effekte sind. Hier im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, welche Perleffektfarbe ich angewendet habe. Beim ersten Beispiel war es hellgrün für den Stich und hier sehen wir auch dieses heiße Pink, wie das den Neon-Effekt dann schön noch unterstützt, wenn man dann so das Licht von der Sonne einfallen lässt. Da seht ihr es jetzt nochmal perfekt. Und wie ihr das alles machen könnt, ist erstmal ganz einfach. Und zwar müsst ihr nur eine Primärfarbe wählen von der Metallic-Sektion, die sich einfach schwarzer Stahl nennt. Und dann einfach nur irgendeinen Perleffekt, der jetzt eure Neon-Farbe werden soll. Bei mir ist das hier, glaube ich, jetzt ultrablau sogar gewesen. Also einfach irgendeine Farbe, die von sich selbst aus schon ziemlich grell ist. Und die wird durch diesen schwarzen Stahl noch unterstützt in der Sonne, denn im Schatten ist dann der Effekt nicht so zu sehen und im Licht ist es umso stärker dadurch. Und dann wählt ihr noch irgendwie eine passende Farbe dazu aus. Beim ersten Beispiel war es ja noch Limettengrün als Farbe, als Sekundärfarbe und die war dann auch hier gleich noch an der Felge dran und das hat natürlich richtig zu diesem Neonfarbton gepasst. Hier habe ich jetzt einfach noch ein anderes Hellblau genommen. Hier hätte man natürlich noch ein grelleres Blau nehmen können an den Felgen. Selbst wenn die Felgen dann etwas intensiver noch sind, sieht das noch richtig geil aus. Und hier seht ihr jetzt, wie das dann aussieht mit Ultra Blau im Sonnenlicht. Auf alle Fälle auch wieder richtig gelungen. Und das ist wie gesagt nur ein kleiner Neon-Effekt, aber trotzdem bemerkenswerter Unterschied, als wenn ihr es nur normal nehmen würdet. So fällt die Farbe auf alle Fälle noch etwas greller aus. Und das war nur ein kleines Tutorial, wie ihr euer Auto etwas mehr aufhübschen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch einfach anhand einer positiven Bewertung. Würde mich wie immer richtig freuen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video sehen würden. Heute kommt nämlich noch eins. Bis dahin, euer Jaaa!